Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich möchte heute mit unserer Serie über prophetische Ereignisse fortfahren. Wir hatten uns ja bereits mit Ägypten und mit Syrien befasst. Und ich möchte heute ein wenig über Libyen sprechen. Nun, Libyen ist ja seit einiger Zeit schon in den Nachrichten. Und die Frage ist, was geschieht jetzt mit Muammar Gaddafi und mit den Rebellen, den Aufständischen? Was geschieht im Hinblick auf die weitere Konstellation von Mächten, die dort eingreifen wollen, um was auch immer zu erreichen? Wir haben jetzt gehört, dass Europa eine Präsenz in Libyen schaffen will. Und im Hinblick auf biblische Prophezeiungen ist dies sehr bedeutsam. Und so möchte ich heute ein wenig über Libyen sprechen, aber auch über Europa und über Deutschland. Und wie dies alles miteinander zusammenhängt, laut Bibel. Denn die Bibel gibt uns sehr wohl zumindest Hinweise auf das, was in der Zukunft geschehen wird. Und ich spreche nicht in der Zukunft von vielleicht 50, 60 Jahren. Ich spreche von der unmittelbaren Zukunft. Nun, ich bin nicht hier, um irgendwelche Daten zu setzen, wie das jemand letztens getan hat und der natürlich dann total daneben lag und auch weiterhin daneben liegen wird. Aber die Bibel gibt uns Andeutungen, wann was geschehen wird. Christus sagte uns ja, dass wir an den Zeichen der Zeit erkennen können, dass Jesu Christi Rückkehr genaht ist. Und so wollen wir uns heute einmal ein wenig Prophezeiungen anschauen über Libyen, über Europa, über Deutschland und auch im Hinblick auf andere Länder, so wie sie da im Zusammenhang stehen. Zunächst einmal, wer ist Libyen oder was sagt uns die Bibel über Libyen? Nun, wenn wir uns an das erste Buch Mose wenden, 1. Buch Mose Kapitel 10 und Vers 6, da wird hier die Völkertafel beschrieben. Und da wird gesagt, dass die Söhne Hams diese sind, Kusch, Misraim, Put und Kanaan. Ham war ja einer der drei Söhne von Noah. Und hier werden also diese verschiedenen Namen erwähnt. Und Sie können nachher auch im ersten Buch Chronik, im ersten Kapitel und in Vers 8 nachlesen, dass genau das Gleiche dort gesagt wird. Und unter anderem wird hier Put erwähnt. Wie gesagt, Put war ein Sohn Hams, der wiederum ein Sohn Noahs war. Nun, das Wort Put, manchmal wird es auch mit P-H-U-T geschrieben, bedeutet so viel wie Bogen oder Kriegsmann oder jemand, der halt den Bogen benutzt. Wenn wir uns an Josephus wenden, den berühmten Historiker zur Zeit des Neuen Testamentes, der sagt uns, dass Put letztendlich sich in dem Gebiet niedergelassen hat, das wir heute Libyen nennen. Und so finden wir viele Stellen in der Bibel, die von Put sprechen und die Libyen meinen. Viele deutsche Übersetzungen haben auch schon gleich Libyen da benutzt, aber im Hebräischen heißt es vielfach Put. Und je nachdem, was für eine Übersetzung Sie wählen, kann es vorkommen, dass das Wort Put dann gebraucht wird im gleichen Satz zusammen mit dem Wort Libyen. Und der Grund ist der, dass Put auch, wie uns einige Kommentare uns das sagen, einen Teil von Libyen, den Hauptteil von Libyen beschreiben kann, je nach Zusammenhang. In einer der letzten Predigten habe ich über Ägypten gesprochen. Und wir hatten bereits schon eine Stelle uns angeschaut im Buch Ezekiel, im 30. Kapitel, die von einer Zeit spricht, kurz vor der Wiederkunft Jesu Christi. Aber ich möchte jetzt diese Stelle noch einmal durchlesen, und zwar jetzt im Hinblick auf Libyen. Denn Ezekiel Kapitel 30 gibt uns nicht nur Prophezeiungen über Ägypten, sondern eben auch über Libyen. Und interessant ist, dass in Ezekiel Kapitel 30 und in Vers 3 der Zeitpunkt genannt wird, wann diese Ereignisse eintreten werden. Lesen wir diese Stelle noch einmal. Ezekiel 30 und Vers 3. Denn der Tag ist nahe. Ja, des Herrn Tag ist nahe. Ein finsterer Tag, die Zeit der Heiden kommt. Dieser Ausdruck des Herrn Tag oder der Tag des Herrn ist, wie ich schon des Öfteren gesagt habe, immer eine Bezeichnung für die unmittelbare Rückkehr Christi. Es geht um den Zeitpunkt des Eingreifens Gottes in dieses Weltgeschehen,
Und dieser Zeitpunkt mag möglicherweise so ein Jahr vor der Wiederkunft Christi beginnen und er wird natürlich dann andauern. Denn wenn Christus zurückgekommen ist, wird er weiterhin diese Welt beherrschen. Also hier geht es um eine Prophezeiung, die sich unmittelbar auf den Zeitpunkt kurz vor der Wiederkunft Christi bezieht. Schauen wir uns nun einmal die Verse 5 und 6 an, denn es geht ja zunächst einmal hier um den Sturz Ägyptens, den Untergang Ägyptens, aber Ägypten wird nicht dabei alleine sein. Da werden Alliierte von Ägypten beschrieben, die mit Ägypten zusammenfallen werden. Vers 5. Kusch und Put und Lut mit allerlei fremdem Volk und Kup und ihre Verbündeten sollen mit ihnen durch das Schwert fallen. So spricht der Herr, Vers 6, alle, die Ägypten stützen, müssen fallen. Und seine stolze Macht muss herunter. Nun denken wir daran, dass ich sagte, dass Put Libyen beschreibt. Also hier wird Libyen als eine Macht beschrieben, die mit Ägypten alliiert ist. Und sie wird mit Ägypten fallen, durch das Schwert, durch Krieg. Nun kurz erwähnt, wer sind diese anderen Länder hier, die erwähnt werden? Zunächst einmal wird zum Beispiel hier Kusch erwähnt. Nun, Kusch bezieht sich hauptsächlich auf Äthiopien. Es kann sich auch in anderen Stellen auf Indien beziehen, aber hier hauptsächlich geht es um Äthiopien. So haben wir also jetzt Äthiopien und so haben wir Libyen. Und die werden mit Ägypten alliiert sein. Dann wird hier Lut erwähnt. Andere Übersetzungen haben wir Lydia. Nun, über dieses Gebiet, über dieses Land wissen wir relativ wenig. Aber einige behaupten und haben gesagt und sind zu der Schlussfolgerung gelangt, dass es sich hierbei um eine afrikanische Nation im Westen von Kleinasien handelt, die von Ägypten abstammt oder abstammen sollte. In anderen Worten, wir wissen das nicht hundertprozentig, aber interessant ist schon, dass vielfach diese drei Länder immer zusammen erwähnt werden. Und dann wird hier noch von Kup gesprochen. Das heißt hier, das Schwert soll über Ägypten kommen und Kusch wird erschrecken. In Vers 4, wenn die Erschlagenen in Ägypten fallen. Das heißt hier dann Vers 5, Kusch und Put und Lut mit allerlei fremdem Volk und Kup. Und ihre Verbündeten sollen mit ihnen das Schwert fallen. Nun, das Wort Kup im Hebräischen kann auch die Bedeutung haben von alle. Und so haben hier viele Übersetzung das auch so wiedergegeben, dass gesagt wird, alle die Männer des Landes, die mit ihnen alliiert sind, werden fallen. Es kann also hier bei Kup nicht unbedingt sich um eine Nation handeln, sondern eine Zusammenfassung von allen denen, die mit den Ländern wie Ägypten und Libyen und Äthiopien alliiert sind. Wir können also aus dieser Passage ersehen, dass in der Endzeit, kurz vor der Wiederkunft Christi, es eine Allianz geben wird zwischen Libyen und Ägypten und Äthiopien. Und dass alle diese Länder durch das Schwert fallen werden. Nun interessant ist, dass man historisch gesehen eine gleiche Allianz gehabt hat in der Vergangenheit. Und schauen wir uns einmal diese Stelle an in Jeremia Kapitel 46. Jeremia Kapitel 46 spricht nämlich von einer ähnlichen Allianz. Aber auch diese Allianz hatte damals katastrophale Konsequenzen für diese Länder. Jeremia Kapitel 46, es geht hier zunächst einmal in Vers 2 wiederum um eine Prophezeiung des Jeremia gegen Ägypten. Es heißt wieder das Heer des Pharao Necho, also der wird hier spezifisch erwähnt, des Königs von Ägypten, welches lagerte am Euphratstrom bei Karkemisch, und das Nebukadnezar, der König von Babel, schlug im vierten Jahr Joachims, des Sohnes Josuas, des Königs von Juda. Also hier wird etwas erwähnt, was historisch gesehen bereits geschehen ist, dass nämlich damals der König von Babylon, der berühmte Nebukadnezar, gegen Ägypten im Krieg auftrat und diesen Pharao Necho schlug. Aber es handelt sich bei dieser Prophezeiung nicht nur um Ereignisse, die damals vor vielen Tausenden von Jahren geschehen sind. Es ist ja auch eine Prophezeiung enthalten für unsere Zeit, für die Endzeit. Wie kann ich das sagen? Nun schauen wir uns einmal Vers 10 an. Hier wird der Zusammenhang wiederum erwähnt. Und da heißt es,
Denn dies ist der Tag Gottes, des Herrn Zebaoth, ein Tag der Vergeltung, dass er sich an seinen Feinden räche. Hier wird wiederum der Tag des Herrn beschrieben. Diese Zeitspanne, kurz vor der Wiederkunft Christi. Mit anderen Worten ist diese Prophezeiung hier in Jeremia 10 oder in Jeremia 46 nicht nur eine Beschreibung vergangener Geschehnisse, sondern es geht eben auch um noch zukünftige Ereignisse. Und was hier geschehen ist in Jeremia 46 zunächst einmal, war es ein Vorläufer dessen, was noch geschehen wird. Und von der Betrachtungsweise her gesehen, schauen wir uns einmal die Verse 9 und 10 an in Jeremia Kapitel 46. Jeremia Kapitel 46 und die Verse 9 und 10. Da heißt es: Wohlan, setzt euch auf die Rosse, rennet mit den Wagen, lasset die Helden ausziehen, die von Kusch, Äthiopien, und aus Put, Libyen, die den Schild führen, und die Schützen aus Lut, also wiederum dieses Gebiet, das möglicherweise von Ägypten abstammt. Vers 10. Denn dies ist der Tag Gottes, des Herrn Zebaoth, ein Tag der Vergeltung, dass er sich an seinen Feinden räche, wenn das Schwert fressen und von ihrem Blut voll und trunken werden wird. Denn sie müssen Gott, dem Herrn Zebaoth, ein Schlachtopfer werden im Lande des Nordens am Euphratstrom. Hier wird wiederum die Vernichtung dieser Völkerschaften im Krieg oder zumindest die Unterwerfung dieser Völkerschaften im Krieg angesprochen. Damals wie auch in der Zukunft. Nun, einige Kommentare haben sehr interessante Bemerkungen hierzu abgegeben. Zum Beispiel gibt es einen Kommentar, der heißt Barnes Notes on the Bible. Und der beschreibt, was hier eigentlich in den Versen 9 und 10 erwähnt wird. Zunächst einmal historisch gesehen schreibt er, es geht hier um drei Kategorien, die hier beschrieben werden. Es geht um die Kavallerie, es geht um Wagen oder man könnte heute sagen Panzer und andere Bewegungsmittel. Und es geht dann um die Infanterie, also diejenigen, die hier auf Pferden reiten. Das war historisch gesehen. Und was hier gesagt wird, ist, dass die Armeen von Ägypten aus verschiedenen Komponenten zusammengesetzt waren. Zunächst einmal gab es die Söldner, also diejenigen, die sich verkauft haben an die Armeen von Ägypten, um Geld zu bekommen dafür, dass sie für diese Armeen in den Krieg zogen. Und hier werden Kusch, wie ich sagte, Äthiopien, und Put, die Libyer, erwähnt, die sie quasi hier als Söldner auftraten, um Ägypten zu unterstützen. Und dann wird hier Lut erwähnt, und das waren die, die also das Fußvolk mehr oder weniger darstellten. Und die alle, schreibt hier dieser Kommentar, die hatten dieses absolute Vertrauen in sich selbst, dass sie jetzt hier gegen den König von Babylon siegen würden. Aber da Gott es nicht zuließ, wurde ihre Hoffnung zunichte. Aber andere Prophezeiungen oder Kommentare, sagen wir einmal, verstehen, dass sich diese Stelle auch auf die Endzeit bezieht. Ich habe hier einen Kommentar von Keil und Delitzsch. Und der schreibt, dass es sich hierbei um die Schlacht am Tage des Herrn handelt. Und von der wird ja auch im Buch der Offenbarung gesprochen. Es geht also hier darum, schreibt er, dass hier eine Prophezeiung enthalten ist, die sich auf die Zukunft erstreckt. Und er schreibt, interessanterweise, Teil des Grundes sind die Sünden dieser Völker gegen Israel. Nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch heute und in der Zukunft, gemäß dieses Kommentars. Nun, wie ich sagte, in den altertümlichen Zeiten hat der König Nebukadnezar von Babylon gegen die Ägypter und die Alliierten der Ägypter inklusive Libyen gekämpft und sie besiegt. Und da ja nun diese Prophezeiung, wie wir gesehen haben, dualistischer Natur ist, also eine Vorerfüllung darstellt und eine Enderfüllung, kurz vor der Wiederkunft Christi, ist natürlich dann auch die Schlussfolgerung naheliegend, dass auch in der Zukunft ein moderner König von einem modernen Babylon, man könnte sagen einem modernen babylonischen System, gegen diese Völker kämpfen wird.
Und wie wir noch sehen werden, ist das genau das, was uns die Bibel auch in anderen Stellen sagt. Die Natur der Söldner, hauptsächlich bei den Libyern, wird auch in anderen Stellen der Bibel klar zum Ausdruck gebracht. Schauen wir uns einmal Hesekiel Kapitel 27 an. Hesekiel Kapitel 27, hier geht es um eine Stadt, die hier Tyros genannt wird. Aber auch hier wiederum geht es nicht nur um das damalige Tyros, das damals eine berühmte Hafenstadt war, sondern es geht eben auch um eine zukünftige Prophezeiung. Und wie viele Kommentare dies auch schreiben, ist Tyros eine mystische Beschreibung für ein System oder vielleicht auch eine zukünftige moderne Stadt, die existieren wird, kurz vor der Wiederkunft Jesu Christi. Aber hauptsächlich geht es hier um ein System, dieses babylonische System, das auch in Offenbarung Kapitel 17 und Kapitel 18 angesprochen wird. Und wenn Sie sich diese ganze Stelle hier in Hesekiel 27 durchlesen und wenn Sie sie dann mit Offenbarung 17 und 18 vergleichen, dann werden Sie feststellen, dass die Beschreibung dieser beiden Städte in Anführungszeichen, Tyros und Babylon, nahezu identisch ist. Sodass Sie also hier klar erkennen können, dass es sich auch hier in Hesekiel Kapitel 27 um eine Prophezeiung handelt für unsere Zeit heute. Und schauen wir uns in diesem Zusammenhang Kapitel 10 an. Kapitel 27 an und Vers 10. Hesekiel 27 und Vers 10, denn da werden wiederum Länder erwähnt, die alliiert sind. Interessanterweise zunächst einmal scheinbar in Harmonie sein werden mit diesem modernen babylonischen System, das hier Tyros genannt wird. Aber, wie wir noch sehen werden, diese Ereignisse werden dann dazu führen, dass sich diese Konstellationen sehr ändern. Aber zunächst einmal heißt es hier in Hesekiel 27 und Vers 10, Perser, also das heutige Iran, und auch das wird eine interessante Predigt noch sein über die Zukunft Irans. Perser, Lyder, also hier wird wiederum dieses Lydia erwähnt, und Libyer werden oder waren dein Kriegsvolk. Also wiederum diese Söldnereigenschaft wird hier beschrieben, dass also sogar auch die Libyer und die Iraner bis zu einem gewissen Grade an der Kriegsmaschinerie des babylonischen Systems teilhaben würden. Die waren dein Kriegsvolk. Ihre Schilde und Helme hängten sie bei dir auf. Sie waren dein Schmuck. Interessant ist, wenn man sich heute bereits schon die wirtschaftlichen Konstellationen anschaut, wie sehr Europa Beziehungen hat zu Iran und zu Libyen. Und auch das, was die Zukunft noch bringen wird, wird dies zunächst einmal untermauern. Und vielfach haben diese Beziehungen mit Waffenhandel zu tun. Wenn Sie einige unserer Predigten bereits gehört haben, wissen Sie, dass das babylonische System heute letztendlich die Vereinigung Europas, Kontinentaleuropas beschreibt, die wir bereits vor unseren Augen heute sich abspielen sehen. Aber die wird dazu kommen, dass es 10 Nationen und Nationengruppen geben wird, die dann sogar ihre Autorität, ihre Macht an einen charismatischen, politischen und militärischen Führer abtreten wird. Alles dies in Offenbarung 17 und 18 beschrieben, aber auch in anderen Stellen wie im Buch Daniel. Es geht hier also um Europa. Dieses babylonische System, das hier auch mit Tyros verglichen wird, beschreibt eine Wiedervereinigung von Europa, eine Wiederherstellung und Erneuerung des altertümlichen römischen Reiches, das ja damals gefallen ist, das aber wiederhergestellt werden würde, laut biblischen Aussagen, und genau genommen 10-mal. Und die letzten 7 Wiederherstellungen würden eine Vereinigung sein zwischen Kirche und Staat. Und so wissen wir ja auch, dass zum Beispiel Kaiser gekrönt wurden von dem Papst. Und so entstand dann das Heilige Römische Reich oder das Heilige Römische Reich deutscher Nation. Und diese letzte Wiederauferstehung, die aus 10 Nationen oder Nationengruppen bestehen wird, die erleben wir zurzeit jetzt schon in ihren Anfängen.
Aber schauen wir uns jetzt ein weiteres interessantes Buch an. Das ist ein Buch, das man nicht so häufig sich anschaut, weil man vielleicht so die Bedeutung nicht erkennt. Das ist ein alttestamentliches Buch mit dem Namen Nahum. Ich gebe Ihnen jetzt ein wenige Augenblicke, dieses Buch zu finden. Denn der Prophet Nahum hat uns einiges gesagt über was noch kommen wird. Es geht nicht nur um damalige Ereignisse, denn schauen Sie, Nahum wird als einer der kleinen Propheten bezeichnet. Klein deshalb, weil er eben nicht so umfangreich ist, wie zum Beispiel Jesaja, Jeremia, Hesekiel, die werden die großen Propheten genannt. Aber Nahum ist ein sehr bedeutungsvolles Buch. Und hier wird auch etwas über Libyen gesagt in diesem Buch, aber auch eben sehr viel über das moderne Assyrien. Schauen Sie, heute ist das moderne Assyrien kein anderes Land als Deutschland und in gewissem Grade Österreich, die deutschsprachigen Völker. Und wir haben ja auch eine Broschüre, die sich damit befasst, die ist auf unserer Webseite zu finden, mit dem Titel Deutschland in der Prophezeiung. Dieses Buch Nahum hat uns sehr viel über die Zukunft von Assyrien zu sagen. Aber lesen wir zunächst einmal Kapitel 3, Nahum Kapitel 3, die Verse 9 und 10, denn ich hatte ja gesagt, dass es hier auch wiederum eine Bezeichnung gibt, eine Beziehung gibt, eine Zielsetzung gibt im Hinblick auf Libyen. Und da heißt es hier in Nahum Kapitel 3, die Verse 9 und 10. Kusch, wiederum Äthiopien, und Ägypten waren ihre, zunächst einmal Assyriens oder Nineves, die damalige Hauptstadt von Assyrien, waren ihre unermessliche Macht. Put und Libyen waren ihre Hilfe. Also hier alles das, was Libyen ausmacht, die Hauptmacht Put und dann aber auch der Rest von Libyen, alle die waren ihre Hilfe, heißt es dann. Vers 10. Dennoch wurde sie vertrieben. Nineveh wird hier angesprochen, Assyrien wird hier angesprochen. Die wurden vertrieben und mussten gefangen wegziehen, heißt es hier. Ihre Kinder sind auf allen Gassen zerschmettert worden und um ihre Edlen warf man das Los. Und alle ihre Gewaltigen wurden in Ketten und Fesseln gelegt. Das ist eine sehr interessante Aussage. Und wie ich Ihnen jetzt zeigen werde, meine Damen und Herren, ist auch diese Prophezeiung, wie das gesamte Buch des Propheten Nahum, auch eine Prophezeiung für unsere Gegenwart, für die unmittelbare Zukunft. Es geht nicht nur um die Ereignisse damals, als Nineveh zerstört wurde, es geht auch um die Zukunft. Und das ist ganz eindeutig zu sehen, wenn man sich das Buch einmal näher anschaut. Aber zunächst einmal hier wird es auch gesagt, dass Libyen unter anderem Teil war der Macht von, sagen wir zunächst einmal, Assyrien. Und in heutiger Bezeichnung würde man sagen, des babylonischen Systems. Denn es wird ja Assyrien sein, wie wir bereits zum Ausdruck gebracht haben, wie wir noch sehen werden. Und zwar der König von Assyrien, wie er genannt wird, der diesem babylonischen System vorstehen wird. Und er wird zum Beispiel auch das Tier genannt im Buch der Offenbarung. Zunächst einmal ein paar Hinweise auf den Hintergrund dieses Buches Nahum. Sie werden sich daran erinnern, dass ja Gott Jona damals nach Nineveh schickte. Denn Jona, der wollte ja nicht, aber Gott hat schon zugesehen, dass er da nach Nineveh ging. Und er hat dann denen verkündigt, dass in 40 Tagen Nineveh zerstört werden würde. Aber die damaligen Assyrer, denn Nineveh war ja die Hauptstadt von Assyrien, die bereuten. Die bereuten, die änderten ihre Lebensweise. Und Gott sah diese Reue, erkannte diese Reue an und hat von daher zunächst einmal Nineveh und das Assyrische Reich nicht zerstört. Und wissen Sie, meine Damen und Herren, dass wenn Sie sich die Bibel anschauen, da gibt es nur sehr, sehr wenige Beispiele, wo ein ganzes Volk bereut hat, aufgrund der Predigt von Jona. Die damaligen Assyrer, die heutigen Deutschen,
haben dies in der Tat getan. Und das sollte uns sehr viel Hoffnung geben, denn schreckliche Zeiten stehen ja bevor, auch und gerade für Deutschland. Aber wie wir noch sehen werden, obwohl Schlimmes noch geschehen wird, wird auch Deutschland, die Deutschen, die Österreicher, werden auch die wieder zur Reue kommen in der Zukunft. Aber wie ich sagte, leider müssen viele Dinge noch geschehen. Denn auch hier im Altertum war es ja so, dass die Reue der Assyrer an sich nur kurzlebig war. Und die gingen dann später zu ihren eigenen alten Wegen zurück. Und dann hat Gott wiederum denen gezeigt, sie würden vernichtet werden. Und das Buch Nahum beschreibt die Vernichtung von Nineveh und dem Assyrischen Reich. Und interessanterweise ist es nun, dass dieses Buch geschrieben wurde, und ich habe mir das damals alles aufgeschrieben, ungefähr 9 Stunden, bevor Assyrien sehr siegreich war in dem damaligen Krieg gegen das Babylonische Reich. Die hatten gerade Babylon erobert. Aber bevor diese Eroberung stattfand, hat Gott dem Nahum bereits eingegeben, denen zu sagen, aber ihr werdet auch zerstört werden. Und das finde ich sehr interessant. Denn die waren natürlich jetzt voller Stolz, voller Selbstvertrauen, dass sie eben ein so großartiges Volk, eine so großartige kriegerische Macht waren, dass niemand denen irgendetwas anhaben könnte. Und Gott sagte denen keineswegs, es wird dazu kommen. Nun, geschichtlich war es so, dass im Jahre 689 vor Christus der Assyrerkönig Sanherib die Stadt zerstörte, Babylon. Aber die wurde dann wieder aufgebaut. Und im Jahre 626 gründete Nabopolassar das neue babylonische Reich unter seinem Sohn Nebukadnezar. Und dann erlebte natürlich das babylonische Reich seine Blütezeit. Aber dann kam es dazu, dass im Jahre 612 vor Christus die Stadt Nineveh und das Assyrische Reich zerstört wurde. Und zwar hauptsächlich durch die Meder. Und das ist auch sehr interessant, weil es gibt nämlich Prophezeiungen, wie wir noch sehen werden, für die Zukunft, wo auch wiederum die Meder eine wichtige Rolle spielen werden. Wir werden dann noch sehen, wer die Meder heute sind. Wenn wir uns nun mit diesem Hintergrund das Buch Nahum anschauen, dann lesen wir mal ein paar interessante Stellen. Da heißt es hier in Kapitel 1 und Vers 1, dies ist die Last für Nineveh. Das Buch der Weissagung Nahums aus El-Kosch, Vers 2. Der Herr ist ein eifernder und vergeltender Gott, ja ein Vergelter ist der Herr und zornig. Jedes Mal, wenn Sie lesen, dass Gott zornig ist, dann erinnert einen das an den Tag des Zornes Gottes, wie er auch im Buch der Offenbarung beschrieben wird. Wenn Gott die Schalen seines Zornes ausgießen wird über die Menschheit, die nicht willens ist zu bereuen. Das heißt hier, der Herr vergilt seinen Widersachern, er wird es seinen Feinden nicht vergessen. Der Herr ist geduldig, Vers 3, und von großer Kraft, vor der niemand unschuldig ist. Und wie wir noch sehen werden, wenn Leute meinen, dass sie einen gerechten Krieg führen könnten, auf sich gestellt, dann sind sie vor Gott nicht unschuldig. Das kommt nachher noch zum Ausdruck. Aber lesen wir nun in Vers 6. Wo es ganz deutlich um eine Prophezeiung für die Zukunft geht. Wer kann vor seinem Zorn bestehen und wer kann vor seinem Grimm bleiben? Sein Zorn brennt wie Feuer und die Felsen zerspringen vor ihm. Der Herr ist gütig und eine Feste zur Zeit der Not. Nun, im Buch der Offenbarung geht es darum, dass Gott sagt, diejenigen, die auf ihn vertraut haben, diejenigen, die das Wort seiner Geduld bewahrt haben, die wird Gott schützen, wenn die große Trübsal, die Zeit der Versuchung, kommen wird über die ganze Erde. Und so heißt es hier, er ist eine Feste zur Zeit der Not und er kennt die, die auf ihn trauen. Er schirmt sie, wenn die Flut überläuft. Er macht ein Ende mit seinen Widersachern und seine Feinde verfolgt er mit Finsternis. Nun, die Frage ist, wer kann vor seinem Zorn bestehen in Vers 6? Und es gibt hier sehr viele Stellen im Buch der Offenbarung, die sich auf diesen Zorn, diesen endzeitlichen Zorn beziehen. Schauen wir uns einmal Offenbarung Kapitel 6 an. Offenbarung Kapitel 6. Und es geht hier um den Zeitpunkt
nach der großen Trübsal, nachdem die große Trübsal begonnen hat, von der Christus sprach, wo er sagt in Matthäus 24, wenn diese Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch gerettet bleiben oder gerettet werden. Kein Mensch würde am Leben bleiben. Es geht, nachdem diese große Trübsal begonnen hat und nachdem die himmlischen Zeichen begonnen haben, von denen Christus dann auch spricht, dann heißt es hier in Vers 17, denn es ist gekommen, der große Tag ihres Zornes, der Tag des Herrn, der eben auch der Tag des Zornes Gottes genannt wird. Und wer kann bestehen? Nun, wir hatten gesehen, wer bestehen kann. Diejenigen, die auf Gott trauen, wie wir gerade gelesen haben. Und dann auch in Kapitel 16, Offenbarung 16 und Vers 19. Offenbarung 16 und Vers 19. Da heißt es, aus der großen Stadt wurden drei Teile. Das bezieht sich hier auf Jerusalem. Auch da wird es zu einer Zerstörung kommen, durch ein Erdbeben scheinbar. Und die Stadt der Heiden und die Städte der Heiden stürzten ein. Und Babylon, es geht hier auch um eine buchstäbliche Stadt. Offenbarung 17 beschreibt uns diese Stadt als eine Stadt, die auf sieben Hügeln erbaut ist. Und Babylon der Großen wurde gedacht vor Gott, dass ihr gegeben werde der Kelch mit dem Wein seines grimmigen Zornes. Also es geht hier um diese endzeitliche Prophezeiung, die hier auch Nahum anspricht. Wer kann vor seinem Zorn bestehen? Aber wie ich sagte, das gesamte Buch bezieht sich eben nicht nur auf Ereignisse, die damals stattfanden, im Hinblick auf das damalige Assyrien, im Hinblick auf die damalige Stadt Nineveh, die damalige Hauptstadt von Assyrien. Es geht eben auch um die Zukunft. Lesen wir weiter in Vers 12 von Nahum Kapitel 1. So spricht der Herr. Sie mögen kommen, so gerüstet und mächtig, wie sie wollen. Sie sollen doch umgehauen werden und dahin fahren. Worum geht es hier? Es geht hier um das babylonische System, das kommen wird, wie auch Christus in Matthäus in anderen Stellen sagt, um zum Beispiel Jerusalem zu belagern, um, wie wir noch sehen werden im Buch Daniel, andere Länder zu überfallen, einzuheimsen. Aber letztendlich wird es dazu kommen, dass Gott auch sein Zorngericht an diesem babylonischen System vollstrecken wird. Vers 13. Jetzt will ich sein Joch, das du trägst, er spricht hier die modernen Nachfahren des alten Hauses Israel und des alten Hauses Juda an, die heutigen Juden, aber auch die Nachfahren, die wir in Amerika finden, die wir in Großbritannien finden, die wir in Kanada finden, Neuseeland, Australien. Joch bezieht sich immer auf Sklaverei. Es geht hier darum, dass diese Völkerschaften in Sklaverei geführt werden, unterjocht werden von den modernen Assyrern. Aber Gott sagt hier, Vers 13, jetzt will ich sein Joch, das du trägst, zerbrechen und deine Bande zerreißen. Wir lesen ja, dass wenn Jesus Christus zurückkommt, wird er das Haus Israel und das Haus Juda aus der Sklaverei befreien und wird sie dann in das gelobte Land bringen. Lesen wir nun Nahum 2 und Vers 1. Siehe auf den Bergen die Füße eines guten Boten, der da Frieden verkündigt. Schauen Sie, auch heute bereits gibt es gute Boten Gottes, die Frieden verkündigen. Die verkündigen, dass das Reich Gottes, das ein Reich des Friedens ist, hier auf Erden errichtet werden wird. Aber Gott fährt fort zu sagen, feiere deine Feste, Juda. Dann wird nicht nur Juda, sondern auch das Haus Israel und die Kirche Gottes ist heute das geistliche Juda, das geistliche Israel, die werden dann weiterhin die Feste Gottes feiern. Heute feiern die meisten Menschen, auch in Haus Israel, wenn man weiß, wo das heute ist, wie ich sagte, Amerika, Großbritannien und so weiter, die feiern die Feste Gottes nicht, diese Jahresfeste. Keineswegs. Die Juden feiern sie so ein bisschen, aber auch nicht unbedingt so, wie Gott es verordnet hat. Aber die Zeit wird kommen, wenn alle diese Feste feiern werden. Wir hatten ja bereits auch gelesen im Buch Sacharja, dass man, wenn Ägypten es nicht tun will, wenn Ägypten das Laphüttenfest nicht feiern will, dann wird Gott sie dafür bestrafen. Wir sehen also auch hier wiederum den Zusammenhang. Es geht um die Wiederkunft Christi und was danach geschehen wird. Feiere deine Feste, Juda, und erfülle deine Gelübde, denn es wird der Arge, der Führer des babylonischen Systems, der König von Assyrien, das Tier, der König des Nordens, wie er in Daniel 11 beschrieben wird, es wird der Arge nicht mehr über dich kommen.
Er ist ganz ausgerottet. Schauen Sie, die Macht des babylonischen Systems wird dann vergangen sein. Schauen wir uns auch Vers 3 an im zweiten Kapitel. Denn der Herr wird die Pracht Jakobs erneuern, wie die Pracht Israels, denn man hat sie völlig verheert und ihre Reben verderbt. Dazu wird es noch kommen. Das moderne Haus Israel, das ja auch Jakob genannt wird, denn Jakob und Israel war ja die gleiche Person, die werden verheert werden. Völlig verheert. Die werden in einem Krieg vernichtet werden. Und dann die Überlebenden in Sklaverei geführt werden. Darum geht es hier. Es geht nicht nur um die damalige Geschehnisse, die also zur Zeit des damaligen Nineveh, des damaligen Assyrien stattgefunden haben. Es geht hier um eine Prophezeiung für die Zukunft noch. Und dann sagt er und wendet sich an Nineveh, an Assyrien, hauptsächlich an den König, den Herrscher von Assyrien, im Kapitel 2, im 14. Vers. Siehe, ich will an dich, spricht der Herr Zebaoth, und deine Wagen anzünden, und das Schwert soll deine jungen Löwen fressen. Und ich will deinem Rauben ein Ende machen auf Erden, dass man die Stimme deiner Boten nicht mehr hören soll. Die Stimme der Abgeordneten, der Botschafter, die ihre Botschaft verkündigen, aber eben möglicherweise Frieden verkündigen, aber keinen Frieden bringen können. Gott sagt, das wird dann nicht mehr der Fall sein. Und jetzt wird es ganz deutlich, wer hier angesprochen wird, Kapitel 3 und Vers 1. Wehe der mörderischen Stadt, die voll Lügen und Räuberei ist und von ihrem Rauben nicht lassen will. Denn da wird man hören, die Peitschen knallen und die Räder rasseln und die Rosse jagen und die Wagen rollen. Vers 3. Reiter rücken herauf mit glänzenden Schwertern und mit blitzenden Spießen. Da liegen viele Erschlagene, eine Unzahl von Leichen. Ihrer ist kein Ende, sodass man über sie fallen muss. Vers 4. Das alles um der großen Hurerei willen der schönen Hure, die mit Zauberei umgeht, die mit ihrer Hurerei die Völker und mit ihrer Zauberei Land und Leute an sich gebracht hat. Von wem ist hier die Rede? Wenn Sie nur ein wenig die Prophezeiungen des Buches der Offenbarung kennen, wissen Sie, von wem die Rede ist. Es geht hier um das babylonische System, aber jetzt wird der religiöse Aspekt dieses babylonischen Systems angesprochen. Es geht hier um die schöne Hure. Wer ist die schöne Hure, die mit Zauberei die Menschen verführt hat? Nun schauen wir uns einmal ein paar Stellen an. Offenbarung lesen wir. Zunächst einmal lesen wir Offenbarung Kapitel 17. Offenbarung Kapitel 17, die Verse 1 bis 6. In meiner Bibel steht sogar die Überschrift, die große Hure, Babylon. Aber es ist eine Prophezeiung für die Zukunft. Schauen Sie, als Johannes dies niederschrieb, da gab es das alte Babylon schon längst nicht mehr. Und so heißt es hier, und es kam einer von den sieben Engeln, die sieben Schalen hatten, die sieben Schalen des Zornes Gottes, redete mit mir und sprach, komme, ich will dir zeigen das Gericht über die große Hure, die an vielen Wassern sitzt, mit der die Könige auf Erden Hurerei getrieben haben, die auf Erden wohnen, sind betrunken geworden von dem Wein ihrer Hurerei. Es geht hier um ein religiöses System, das abgefallen ist von Gott und das, wie gesagt, Hurerei betreibt, falsche religiöse Ideen verbreitet. Und die Könige der Erde haben diese falschen Ideen akzeptiert und sind dadurch trunken geworden. Vers 3, und er brachte mich im Geist in die Wüste, und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das war voll lästerlicher Namen, hatte sieben Häupter, zehn Hörner. Die Frau, Vers 4, war bekleidet mit Purpur und Scharlach und geschmückt mit Gold und Edelsteinen und Perlen und hatte einen goldenen Becher in der Hand, voll von Gräuel und Unreinheit ihrer Hurerei. Und auf ihrer Stirn war geschrieben, ein Name, ein Geheimnis, das große Babylon. Darum geht es, das babylonische System, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Und ich sah die Frau, Vers 6, betrunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu. Und ich wunderte mich sehr, als ich sie sah. Und heute würden sich die Menschen auch wundern, die nicht verstehen, was hier beschrieben wird. Schauen Sie, Nahum spricht über die gleiche Zeit und über die gleiche Identität. Aber auch das Schicksal dieser großen Hure ist bereits
besiegelt. Schauen wir uns Kapitel 18 an. Offenbarung Kapitel 18 und Vers 8, sehr wichtig, dass wir dies verstehen. Darum werden ihre Plagen an einem Tag kommen. An einem Tag. Tod, Leid und Hunger, und mit Feuer wird sie verbrannt werden. Denn stark ist Gott, der Herr, der sie richtet. Und dann lesen wir auch Vers 21 im gleichen Kapitel, Offenbarung 18. Und ein starker Engel hob einen Stein auf, groß wie ein Mühlstein, warf ihn ins Meer und sprach, so wird in einem Sturm niedergeworfen die große Stadt Babylon und nicht mehr gefunden werden. Und dann Vers 24. Und das Blut der Propheten und der Heiligen ist in ihr gefunden worden und das Blut aller derer, die auf Erden umgebracht worden sind. Aber lesen wir auch den Rest von Vers 23. Denn deine Kaufleute waren Fürsten und Erden und durch deine Zauberei sind verführt worden alle Völker. Genau das gleiche, was Nahum gesagt hat, diese große Hure, die mit Zauberei Land und Leute an sich gebracht hat. Also wir sehen hier von diesen Parallelstellen, dass es um die gleiche Zeit geht. Kehren wir zu Nahum Kapitel 3 zurück. Und lesen wir nun in Vers 9, wie wir das bereits schon getan hatten. Hier wird aber auch der Zusammenhang deutlich. Kusch und Ägypten waren ihre unermessliche Macht oder halfen dieser Macht, indem sie eben diese wirtschaftlichen, möglicherweise auch kriegerischen Beziehungen zunächst einmal hatten. Put und Libyen waren ihre Hilfe. Aber nun schauen wir uns an, was ganz eindeutig gesagt wird in Vers 18 von Kapitel 3. Denn es geht hier um die Zukunft des modernen Assyriens, des modernen babylonischen Systems, das ja sowohl Kirche als auch Staat ist und sein wird. Vers 18. Deine Hirten werden schlafen, o König von Assur. Jetzt wird ganz eindeutig der König von Assyrien angesprochen. In anderen Stellen wird er König Jareb genannt. Dieser endzeitliche König von dem modernen Assyrien. Deine Mächtigen schlummern. Dein Volk wird auf den Bergen zerstreut sein und niemand wird sie sammeln. Niemand wird deinen Schaden lindern und deine Wunde wird unheilbar sein. Alle, die das von dir hören, werden in die Hände klatschen über dich, denn über wen ist nicht deine Bosheit ohne Unterlass ergangen? Hier wird also jetzt eine Bestrafung des modernen Assyriens und des modernen Königs von Assyrien angedeutet. Wie wird die stattfinden? Wir hatten ja bereits gelesen, dass auch die Assyrer in die Sklaverei gehen werden, vernichtet werden werden, geschlagen werden in einem Krieg. Wie wird das sich ereignen? Sagt uns die Bibel etwas hierüber. Nun, wie auch im Altertum, wird auch in der Neuzeit, in der Zukunft, hauptsächlich das Volk der Meder bei der Vernichtung des modernen Assyrien mitwirken. Schauen wir uns einmal Jesaja Kapitel 13 an. Jesaja Kapitel 13. Jesaja Kapitel 13 und Vers 17. Es heißt hier das Gericht über Babel. Aber wie gesagt, es geht hier um eine endzeitliche Prophezeiung des endzeitlichen babylonischen Systems, das eben von Assyrien und dem König von Assyrien angeführt werden wird. Dem Tier und natürlich dem falschen Propheten. Und da heißt es hier in Vers 17, denn siehe, ich will die Meder gegen sie erwecken, die nicht Silber suchen oder nach Gold fragen. Es geht hier um die Zerstörung des modernen Babylon durch moderne Meder. Nun, wer sind die Meder heute? Wie uns Archäologen und andere Experten sagen, sind es hauptsächlich die Russen und diejenigen, die in der Ukraine leben. Also eine russische Macht wird gegen Europa in den Krieg ziehen. Wann wird dies geschehen? Was ist der Zeitpunkt dieser Prophezeiung in Jesaja Kapitel 13? Nun, schauen wir uns wiederum den Zeitpunkt an in Vers 6. Heulet, denn des Herrn Tag ist nahe. Er kommt wie eine Verwüstung vom Allmächtigen. Der Zusammenhang ist wiederum der Tag des Herrn, die Zeitspanne kurz vor der Wiederkunft Jesu Christi. Vers 9 sagt uns das Gleiche. Denn siehe, des Herrn Tag kommt grausam, zornig, grimmig, die Erde zu verwüsten und die Sünder von ihr zu vertilgen.
Und auch in Vers 13. Darum will ich den Himmel bewegen und die Erde soll beben und von ihrer Stätte weichen durch den Grimm des Herrn Zebaoth am Tage seines Zornes, was wir ja bereits schon im Buch der Offenbarung gelesen haben. Und in dem Zusammenhang sagt Gott in Vers 17, ich werde die Meder gegen sie, das moderne Babylon, erwecken. Das ist noch Zukunft. Es wird geschehen. Es gibt viele Stellen, die dies uns zeigen. Zum Beispiel schauen wir uns Jesaja Kapitel 21 an. Jesaja Kapitel 21 und in Vers 2. Auch hier wiederum geht es um den Fall Babylons. Aber wie ich sagte, nicht nur um den Fall des damaligen Babylons. In gewisser Weise ist damals Babylon, wie ich ja schon erklärt habe, gar nicht durch die Meder gefallen, sondern durch die Assyrer selbst. Aber es waren die Assyrer, die dann damals von den Medern geschlagen wurden. Und so heißt es hier in Vers 2, mir ist eine harte Offenbarung angezeigt. Der Räuber raubt und der Verwüster verwüstet. Elam, eine Bezeichnung für Persien oder Iran, Elam, zieh herauf. Medien, belagere. Ich will allem Seufzen ein Ende machen. Hier sehen wir eine Koalition zwischen Iran und Medien oder Russland gegen Europa. Auch heute finden wir ja bereits schon eine sehr starke Beziehung zwischen Iran und Russland. Dazu wird es kommen. Jeremia Kapitel 51 sagt uns mehr hierüber. Jeremia Kapitel 51 und in Vers 11. Aber auch hier, wie ich noch zeigen werde, geht es um eine endzeitliche Prophezeiung. Zunächst einmal Jeremia 51, Vers 11. Ja, schärft nur die Pfeile und ergreift die Schilde. Der Herr hat den Mut der Könige von Medien erweckt. Schauen Sie, Gott wird hier eingreifen, um seine Prophezeiungen in Erfüllung zu bringen. Denn seine Gedanken stehen wider Babel, aber das geht hier um das neuzeitliche Babylon, dieses neuzeitliche babylonische System, dass er es verderbe. Denn es ist die Vergeltung des Herrn, die Vergeltung für seinen Tempel. Auch hier interessant wird der Tempel erwähnt. Die Wahrscheinlichkeit ist die, dass noch ein Tempel gebaut werden wird in Jerusalem vor der Wiederkunft Christi. Und dann heißt es ja, dass die Mächte Europas Jerusalem einnehmen werden, das gelobte Land einnehmen werden. Und es heißt sogar, dass der Mann des Unrechts, der Mann der Sünde, dieser falsche Prophet, der wird sich in den Tempel Gottes hineinbegeben und von sich vorgeben, Gott zu sein. Und dies könnte hier eine Andeutung sein auf das, was dann noch kommen wird, warum Gott hier sagt, er wird die Vergeltung für seinen Tempel herbeiführen. Lesen wir auch Verse 27 bis 29 von Jeremia 51. Verse 27 bis 29. Richtet auf das Banner auf Erden, blast die Posaune unter den Völkern, heiliget die Völker zum Kampf gegen die Stadt Babel. Dieses babylonische System, inklusive möglicherweise die Stadt, die auf sieben Hügeln erbaut ist. Aber es geht nicht nur um die Stadt selbst, sondern auch um das ganze, um die ganze Regierung, die ganze Herrschaft, das ganze System. Ruft wieder sie die Königreiche Ararat, Mini und Aschkenas, sammelt Kriegsleute gegen sie, bringet Rosse herauf, zahlreich wie Heuschrecken, heilige die Völker zum Kampf gegen sie, die Könige von Medien, samt allen ihren Fürsten und Herren und das ganze Land ihrer Herrschaft. Vers 29, dass das Land erbebt und erzittert, denn die Gedanken des Herrn wollen erfüllt werden wie der Babel, dass er das Land Babel zur Wüste mache. Schauen Sie, das Land Babel, nicht nur die Stadt, in der niemand mehr wohnt. Also auch hier wiederum wird ausdrücklich gesagt, dass die Könige von Medien, aber auch mit anderen Alliierten zusammen, dieses moderne babylonische System angreifen werden. Und ich sagte eben, dass dies eine endzeitliche Prophezeiung ist. Wie kann ich das sagen? Nun schauen wir uns einmal an, was in Jeremia 51 in Vers 6 gesagt wird. Und auch hier, jeder, der das Buch der Offenbarung ein wenig kennt, wird sofort erkennen, dass dies eine Stelle ist, die im Buch der Offenbarung benutzt wird, um das endzeitliche Volk Gottes zu warnen. Da heißt es in Vers 6, flieht aus Babel und rette ein jeder sein Leben, dass er nicht untergeht in seiner Schuld. Was heißt es im Buch der Offenbarung? Kommt heraus aus Babylon, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und dass ihr nicht empfangen müsst ihre Plagen.
Aber hier wird noch weiter deutlich gesagt, um welche Zeit es geht. Denn dies ist für den Herrn die Zeit der Rache, um ihm seine Taten zu vergelten. Und das ist eben der Tag des Herrn, der Tag seines Zornes, der eben noch kommen wird. In Vers 45 im gleichen Kapitel wird ebenfalls etwas gesagt hierzu. Wiederum wird gesagt, zieht aus von dort mein Volk. Von diesem babylonischen System. Wir sollen als Kirche Gottes nicht teilhaben an den falschen Wegen und Lehren dieses babylonischen Systems, das eben auch als die Hure bezeichnet wird, die durch ihre Hurerei alle Völker, alle Könige, alle Nationen trunken gemacht hat. Zieht aus von dort, mein Volk, und rette an jeder sein Leben vor dem grimmigen Zorn des Herrn. Deutlicher kann es gar nicht mehr gesagt werden. Es geht hier um eine endzeitliche Prophezeiung, wenn Gott seinen Zorn ausschütten wird über die Menschheit. Der Zusammenhang aber ist wiederum der, dass dann Gott die Meder unter anderem benutzen wird, um das babylonische System zu vernichten. Das Buch Daniel sagt uns mehr hierüber. Daniel Kapitel 11. Daniel Kapitel 11. Und lesen wir die Verse 44 und 45. Es geht hier um den zukünftigen König des Nordens, der, wie ich sagte, kein anderer ist als das Tier, der zukünftige König von Assyrien, dieser König Jareb. Es heißt hier, es werden ihn aber Gerüchte erschrecken aus Osten und Norden, Nordosten, die Gegenden, wo heute Russland und die Ukraine und andere Länder liegen. Der wird Gerüchte hören von einer Kriegsmacht, die dort aufgebaut wird, um gegen Europa in den Krieg zu ziehen. Und er wird mit großem Grimm ausziehen, um viele zu vertilgen und zu verderben. Ein gewaltiger Krieg wird hier beschrieben. Vers 45, er wird seine prächtigen Zelte aufschlagen zwischen dem Meer und dem herrlichen heiligen Berg, mit anderen Worten, im gelobten Land. Aber es wird mit ihm ein Ende nehmen und niemand wird ihm helfen. Er wird dann umkommen. Die Bibel sagt uns auch wie. Aber hier wird auch wiederum eine Andeutung gegeben von diesem künftigen Krieg zwischen Europa und den modernen Medern. Aber wie ich sagte, die Meder werden diesen Krieg gewinnen. Schauen wir uns kurz Offenbarung Kapitel 9 an. Denn hier wird dieser Krieg näher beschrieben. Offenbarung Kapitel 9. Angefangen in Vers 1. Da heißt es, der fünfte Engel blies seine Posaune. Und ich sah einen Stern gefallen vom Himmel auf die Erde. Und ihm wurde der Schlüssel zum Brunnen des Abgrunds gegeben. Eine symbolische Bezeichnung natürlich. Vers 2. Und er tat den Brunnen des Abgrundes auf. Und es stieg auf ein Rauch aus dem Brunnen, wie der Rauch eines großen Ofens. Und es wurden verfinstert die Sonne und die Luft von dem Rauch des Brunnens. Und wenn Sie weiterlesen, dann finden Sie, dass diese Macht dann Krieg führen wird. Aber um jetzt diese Macht näher zu identifizieren, schauen wir uns einmal Offenbarung 11 an und Vers 7. Denn wir sahen, dass der Brunnen des Abgrunds aufgetan wird und dass eine Macht aus diesem Brunnen hervorsteigt, um Krieg zu führen. Wer ist diese Macht? Nun, Offenbarung 11 und Vers 7 sagt es uns. Es heißt, und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, es geht hier um die zwei Zeugen, so wird das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, mit ihnen kämpfen und wird sie überwinden und wird sie töten. Es geht also hier um das Tier, dieses babylonische System, diese kriegführende Macht, die hier in Offenbarung Kapitel 9 beschrieben wird. Die wird also in einen Krieg eintreten. Was für ein Krieg ist gemeint? Nun, wenn Sie weiterlesen, in Kapitel 9 und Vers 12, dann wird hier ein Vergeltungskrieg beschrieben. Und schauen Sie, wo diese Macht herkommt. Da heißt es nämlich, das erste Wehe ist vorüber, siehe, es kommen noch zwei Wehe danach. Und der sechste Engel blies seine Posaune und ich hörte eine Stimme aus den vier Ecken des goldenen Altars vor Gott. Vers 14, ich sprach zu dem sechsten Engel, der die Posaune hatte, lass los die vier Engel, die gebunden sind an dem großen Strom Euphrat. Dieser Strom, der quasi eine Grenze darstellen würde. Der würde überwunden werden. Und dann, wenn Sie weiterlesen, dann werden Sie in dieser Stelle feststellen, dass hier ein Vergeltungskrieg beschrieben wird. Es geht hier um einen Angriff der europäischen Länder gegen das moderne Medien, das moderne Russland und ihre Alliierten. Und es geht dann um einen Vergeltungsschlag.
Und dieser Krieg wird natürlich eine gewisse Zeit dauern, denn wir lesen auch in Offenbarung 16, was geschehen wird. Offenbarung Kapitel 16, angefangen in Vers 12. Das ist ein wenig später. Und der sechste Engel goss aus seine Schale wiederum auf den großen Strom Euphrat und seine Wasser trockneten aus, damit der Weg bereitet würde den Königen vom Aufgang der Sonne. Mit anderen Worten, den modernen Medien, Russland, anderen Ländern, die an diesem Krieg teilhaben werden. Und es heißt dann, dass sie gekommen sind in Vers 14, um versammelt zu werden zum Kampf am großen Tag Gottes des Allmächtigen. Wie wir aber gesehen haben, werden die modernen Meder erfolgreich sein in diesem Krieg gegen das moderne Europa. Kehren wir zu Daniel Kapitel 11 zurück, um wiederum ein wenig auf das Thema Libyen einzugehen, wie das alles zusammenhängt. In Daniel Kapitel 11 und Vers 43 lesen wir nämlich, dass der König des Nordens zunächst einmal, wie wir bereits gesehen hatten in der vergangenen Predigt, seine Hand ausstrecken wird nach Ägypten und Ägypten wird ihm nicht entrinnen, sondern Vers 43, er wird Herr werden über die goldenen und silbernen Schätze und über alle Kostbarkeiten Ägyptens. Libyen und Kuschita werden ihm folgen müssen. Also dann wird aller Wahrscheinlichkeit nach Libyen bereits nicht mehr Assyrien, das babylonische System, den König von Assyrien unterstützen. Und so wird es dahin gehen, dazu kommen, dass sie also dann von dem König des Nordens, diesem König von Assyrien, diesem König Jareb, dem Tier, überwunden werden. Nun, die Stelle, sie werden ihm folgen müssen, die kann man unterschiedlich betrachten. Die meisten Kommentare gehen davon aus, dass es hier um eine gewaltsame Unterwerfung sich dreht. Es kann auch sein, dass die ihm folgen, weil sie nach wie vor irgendwie da Beziehungen haben. Aber wenn es noch eine mehr oder weniger freundliche Beziehung ist, auf alle Fälle werden sie ihm untertan sein, wird sich das ändern, zumindest dann, wenn die Meder ihren Krieg beginnen gegen Europa. Wir können dies sagen, weil wir nämlich eine weitere Prophezeiung haben. Und zwar im Buch Hesekiel, Kapitel 38. Nun, auch da gibt es sehr viele Irrtümer, weil man meint, dass sich dies um eine Prophezeiung dreht, die kurz vor der Wiederkunft Christi stattfinden wird. Aber dies ist nicht der Fall. Es geht hier allerdings um eine Prophezeiung, die sich kurz nach der Wiederkunft Christi ereignen wird. Wenn Christus kommt, um das Reich Gottes auf Erden zu errichten, er wird es zunächst einmal ja in Jerusalem tun, beginnend von Jerusalem aus zu herrschen. Nicht jeder wird sich zunächst einmal freiwillig der Herrschaft Christi unterwerfen wollen. Das wird schon eine Zeit dauern. Und hier werden jetzt Völkerschaften erwähnt, die sich zunächst einmal gegen die Herrschaft Gottes stellen. Die versuchen wollen, das Volk Gottes, das Haus Israel, das Haus Juda, das dann aus der Sklaverei herausgeführt worden ist und jetzt in gelobten Land sein wird, zu bekämpfen. Und schauen wir an, was hier gesagt wird in Hesekiel Kapitel 38 und Vers 1. Des Herrn Wort geschah zu mir, du Menschenkind, richte dein Angesicht auf Gog, der im Lande Magog ist, und der Fürst von Rosch, Mesech und Tubal, und weissage gegen ihn. Nun, das sind interessante Namen, die hier erwähnt werden. Es wird hier ein Führer erwähnt. Magog sind Gebiete im nördlichen eurasischen Kontinent. Rosch ist Russland, Meshek ist Moskau, Tubal ist Tobolsk und wenn wir noch weiterlesen, wird auch Togorma erwähnt, Sibirien. Wir sehen also wiederum die Gebiete, die hier erwähnt werden, die Völkerschaften, die wieder hier erwähnt werden, die wieder dann gegen das Haus Israel und das Haus Juda kämpfen wollen. Vers 3, und sprich, so spricht Gott der Herr, siehe, ich will an dich, Gog, der du der Fürst bist, von Rosch, Mesech und Tubal. Vers 5, du führst mit dir Perser, Iranier, Kuschiter, Äthiopier und Libyer, die alle Schild und Helm tragen. Also diese Allianz, die dann entstehen wird, die sich bereits schon entwickeln wird, wenn Medien, das moderne Russland, beginnen wird, gegen Europa in den Krieg zu ziehen, die wird dann dahin führen, dass letztlich die sogar dann Krieg führen wollen mit Russland gegen das Haus Israel und das Haus Juda, das dann
im gelobten Land leben wird. Nun, wir sehen hier, um das kurz abzuschließen, was geschehen wird, denn Gott wird das nicht zulassen. Aber zunächst einmal schauen wir uns den Zeitpunkt an, worum es hier geht. Vers 8, nach langer Zeit sollst du aufgeboten werden, am Ende der Zeiten sollst du in ein Land kommen, das dem Schwert entrissen ist, und zu dem Volk, das aus vielen Völkern gesammelt ist, nämlich auf die Berge Israels, die lange Zeit verwüstet gewesen sind, und nun ist es herausgeführt aus den Völkern, und sie alle wohnen sicher. Keineswegs kann sich dies auf eine Zeit beziehen vor der Wiederkunft Christi. Eine solche Sicherheit, einen solchen Frieden wird es einfach nicht geben. Aber es wird ihn geben, wenn Christus zurückgekommen ist. Und wie gesagt, dann werden die modernen Russen und die anderen Alliierten hier beginnen wollen, noch einen weiteren Krieg zu führen. Vers 10, so spricht Gott der Herr, zu jener Zeit werden dir Gedanken kommen und du wirst auf Böses sinnen und denken, ich will das Land überfallen, das offen da liegt. Und über die kommen, die still und sicher leben, die alle ohne Mauern da sitzen und haben weder Riegel noch Tore. Vers 14, darum so weissage du Menschenkind und sprich zu Gog, diesem Führer dieser alliierten Mächte. So spricht Gott der Herr, ist es nicht so? Wenn mein Volk Israel sicher wohnen wird, dann wirst du aufbrechen. Vers 15, und wirst kommen aus deinem Ort vom äußersten Norden. Wiederum klar wird gesagt, wo diese Macht herkommt. Du und viele Völker mit dir. Allzu Ross, ein großer Heerhaufe, gewaltige Macht, du wirst darauf ziehen, Vers 16, gegen mein Volk Israel wie eine Wolke, die das Land bedeckt. Am Ende der Zeit wird das geschehen. Ich will dich aber dazu über mein Land kommen lassen, dass die Heiden mich erkennen, wenn ich an dir, Gog, vor ihren Augen zeige, dass ich heilig bin. Und wenn Sie dann die Stellen weiterlesen, werden Sie sehen, dass Gott übernatürlich eingreifen wird und diese Armeen zerstören wird. Wenn wir dies alles zusammenfassen, was wir heute gehört haben, auch im Hinblick auf das Buch Nahum, das, wie gesagt, das Ende der modernen Macht Assyrien beschreibt, aber auch gleichzeitig dann das Ende des babylonischen Systems, denn Assyrien wird ja das Oberhaupt sein, das Haupt sein dieses babylonischen Systems in der Zukunft, dann werden wir also erkennen, dass zunächst einmal Libyen unter anderem eine mehr oder weniger noch freundschaftliche Beziehung haben wird mit diesem kommenden Europa. Aber das wird sich dann ändern. Und diese freundliche Beziehung wird sich dann in eine kriegerische umwandeln. Und es wird Assyrien sein, das babylonische System, das dann auch gegen Libyen, wie wir gelesen haben, vorgehen wird. Aber die werden auch ihren Preis zahlen müssen. Andere Stellen sagen dies deutlich, wir haben dies heute gar nicht erwähnt, aber in unserer Broschüre Deutsch in der Prophezeiung können Sie zum Beispiel auch über das Ende des Königs von Assyrien lesen. Es wird Gott sein, der direkt dann gegen den König von Assyrien vorgehen wird. Und er wird in den feurigen Pfuhl geworfen werden, wie uns das Buch Jesaja es sagt. Aber das Buch Offenbarung sagt uns das auch, dass nämlich das Tier in den feurigen Pfuhl geworfen werden wird von Christus. Wiederum zeigen, dass beides, die Identität der beiden, die gleiche ist. Die werden also auch, Assyrer werden also auch ihren Preis zahlen müssen. Aber dann lesen wir, und das wird auch in unserem Büchlein über Deutschland der Prophezeiung zum Ausdruck gebracht, dass dann die Zeit kommen wird, wenn Ägypten und Assyrien und Israel sich alle bekehren werden zu Gott. Und dann wird diese Dreiheit sozusagen eine wichtige Rolle spielen im Millennium. Die Assyrer werden, wie damals auch, als Jona zu ihnen kam, bereuen. Die modernen Deutschen werden ihre Reue finden, werden zu Gott gelangen. Aber zunächst einmal muss noch sehr viel Elend geschehen, wie es prophezeit ist. Nun, Gott sagt uns heute, dass wir herauskommen sollen aus diesem System, dass wir nicht teilhaben sollen an diesem System, denn wer auch immer an diesem System teilhat und dann möglicherweise sogar noch in den Armeen mitkämpft, der wird keineswegs von Gott als gerecht angesehen werden. Gott will, dass wir als Vorbilder für andere ein friedliches Leben führen, in letztendlicher Konsequenz in allen Dingen. Und das ist das, was Gott uns sagen will durch diese Prophezeiung. Er will uns auch zeigen, wie nahe gerückt wir sind an die Zeit, wenn Christus zurückkommen wird. Die Zeit ist nahe, wie wir in vielen Stellen der Bibel lesen, die an uns heute gerichtet sind. So, meine Damen und Herren, ich hoffe, dass dies ein wenig Ihnen heute geholfen hat, zu sehen, in welchen Zeiten wir leben, was noch kommen wird, eine schreckliche Zeit, wie Christus sagt, eine so grausame Zeit, wie sie noch nie gewesen ist, seit es Menschen gibt, und wie sie es auch nie wieder werden wird. Aber um der Auserwählten willen, sagt er, werden diese Tage verkürzt werden.
Ich hoffe, dass Sie zu den Auserwählten gehören oder gehören wollen, sodass Sie auch teilhaben können an dem Schutz, den Gott Ihnen versprochen hat. So bedanke ich mich heute für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.